Gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben. Wow! Ja, was ist das? Was ist das denn? Was steht da? Lewandowski steht da. Ja, sicherlich. Das scheint die Dortmunder zu sein, die gerade trainieren. Oder die Leverkusener. Die haben ja auch so einen. Ja, sicherlich. Mensch, sind die weit weg. Sonst die weit weg, ich glaub's nicht. Die sind ja weiter weg wie der Felix Baumgartner von der Erde, ja? Sicherlich. Und damit herzlich willkommen zu Kurt Kaiser. Kurz vor Rückrundenbeginn, beziehungsweise kurz vor Hinrundenschluss, ja, sicherlich. Ich würde Folgendes vorschlagen, da die Hinrunde so ein Selbstläufer war und definitiv 14 Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Gelben und 11 auf die Leverkusener, Vizekusen, so groß ist. Ich würde sagen, Bayern-Spieler, lieber Jupp Heynckes, bleibt einfach in Doha. Wir haben stattdessen eine andere Ausstellung für euch. Die 14 Punkte, die kannst keiner mehr versaubeuteln. Schauen Sie mal her. Hier, stattdessen spielen wir hier mit der neuen Mannschaftsaufstellung. Schauen Sie hier. Hier unser Torwart, Manuel. Schon eingefroren, hat gar nichts zu tun bei seinen 6 Gegentoren, ja, sinnlich. Hier schauen wir in Verteidigung mit unter anderem Schneerom Boateng, ja, sinnlich, und Holger Schneegestube, ja, und da links Philipp Lahm, die Kapitänsbinde, der kleinste natürlich, ja, sinnlich. Das schauen Sie ab, so, hier die 2 Sechser, wie immer, 1 und 2, ja, sinnlich, die 3 Offensiven davor. Frank Rieberschnee und ganz vorne Gomez. Ja. Ich würde sagen, freue mich wieder als Mannschaftskapitän, anbieten will. Rechtssicherheit zeigen. Achtung, Schanz, der Kultgeiser, der kann es noch. War ein bisschen drüber, ja? Egal, ich war nur ein Verteidiger, ja? Vielleicht klappt es ja ein Tor mit dem Abschlag. Achtung, warten. Ich würde sagen, das passt schon. Jetzt machen wir noch einmal zum Abwurf, damit der Jupp auch glaubt, dass ich noch eine Treffsicherheit habe. Schauen Sie mal. Und, ja, vor mit euch, Jungs. Ich sag's doch, der Kaiser kann's noch. In dem Sinne, schöne Rückrunde. Und pfiat euch, euer Gutgeiser.